Vorträge des Kongresses werden live zwischen Deutsch und Englisch und weitere Sprachen übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit dem Hashtag #c3lingo. Und ja, dann viel Spaß. So, ein bisschen Retro-Computing am Morgen. Mein Name ist Matt Evans. Der Archon Archimedes, der war mein Lieblingscomputer und ich fühle mich hier privilegiert, dass ich euch davon erzählen darf. Was ist denn überhaupt ein Archimedes? Was ist denn ein Archon Archimedes? Das wird interaktiv. Ich möchte mal gerne eure Hände sehen. Wer hat davon gehört? So, 50-60% haben schon mal gehört. Wer hat denn schon mal einen benutzt? Ungefähr 10%. Wer hat denn da drauf programmiert? Vielleicht die Hälfte, ja? Zwei Leute, drei Leute. Drei. Sehr schön. Ein kleiner Prozentsatz. Ich sehe die jetzt nicht als so berühmt an wie den Macintosh oder den PC. Außerhalb von Europa hört man nicht so davon. Das war der erste ARM-basierte Computer. Und das war in den fantastischen 80er Jahren. Das war nicht nur die erste ARM-Maschine. War das ein Kommentar für mich? Das ist hier die zweite Folie und ich werde hier schon bedrängt hier. Also sieht ein bisschen aus wie der ST oder der Amiga. Eine Haupteinheit mit Diskette und so weiter. Das ist ein A3000. Das ist meine, um genau zu sein. Und ich habe ihn nicht gereinigt, bevor ich dieses Foto gemacht habe. Und hier auf diesem großen Bildschirm könnt ihr die ganzen ekligen Sachen hier drauf sehen. Und das war zum Glück meine Maschine. Ich war ein kleiner Hacker. Und das hat einen großen Einfluss auf mich gehabt, aber mehr als ein Ingenieur. Meine Programmiererfahrung, als ich jung war. Ich arbeite und lebe in Cambridge in England. Und ich arbeite in dem Gebäude, was neben dem Gebäude ist, wo das Ding entworfen wurde. Und ein paar Leute von dem Originalteam sind noch da. Und ich dachte, das sei eine gute Möglichkeit, eine Chance, die Leute ans Telefon zu bringen, mit denen da drüben zu reden. Und es gibt da so ein paar Dinge, über die ich 20 Jahre nachgedacht habe und vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten. Und ich habe mit Steve Ferber gesprochen, der hat das Hardware-Design gemacht. Ich habe mit Tudor Brown gesprochen, der das Videosystem gemacht hat. Ich habe mit John Biggs gesprochen. Es gibt ein bisschen Silikon, das in den Acorn reingegangen ist. Und es waren lauter wunderbare Leute, die mir ihre Zeit gegeben haben und mit denen ich ein bisschen Tee getrunken habe. Das sind die Klassiker. Acorn haben verschiedene Maschinen gebaut, aber ich rede über die Klassiker, die in 1987 angefangen haben. Es gab ein Low-End-Modell und ein High-End-Modell. Und das große Modell hat 2.300 Pfund gekostet mit einer 20-Megabyte-Festplatte. Und der A3000, der ist 1989 rausgekommen, das ist die Maschine, die ich hatte. Und der hat einen bisschen schnelleren Speichercontroller gehabt. Und der ARM-Prozessor, der hatte 8 MHz. Und in 1990 ist der Klassiker rausgekommen. Das war die Top-End-Maschine. Und die hat 16 MB RAM gehabt. Das war sehr viel in den 1990ern. Und der ARM-3 war die Evolution aus dem ARM-2 mit mehr Cache und so weiter. Ja, um 1987, was gab es denn da sonst noch so alles? Hier so ein bisschen eine Übersicht. Tut mir leid, wenn ich da irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte.
Am Anfang der 80er hatten wir exotische Sachen wie die Lisa und den Mac. Dann hatten wir einen Amiga. Der Amiga 1000 war ziemlich teuer, aber der Amiga 500 war ein guter Computer fürs Geld. Das war so die PCs und Macs. Und der, im Vergleich zum Macintosh war der ARM, der Acron, eine billige Maschine. Der war gar nicht so im Vergleich zum Macintosh. Ja, ich weiß nicht, welchen ich bevorzugt hätte. So, warum ist es denn gebaut worden? Ich hatte aber einen zu Hause. Ich wusste nie, wofür es war. Und die Archon-Leute, die wussten auch nicht so wirklich, wofür es war. Und der BBC Micro, das war eine sehr beliebte Maschine. Und das Ding hier war 10-mal schneller für den gleichen Preis. Und das Team von Archon haben den Apple Lisa gesehen und die sind von dem Xerox Star inspiriert worden. Das war eine monumentale Maschine. Und die sind davon inspiriert worden und sie wollten was Ähnliches machen. Die wollten eine Desktop-Maschine für Business machen, fürs Geschäft machen. Und ich habe das nie wirklich verstanden. Das heißt, die Inspiration kam von den Xerox-Maschinen. Und die wollten den halt schneller und preiswerter machen. Auf der linken Seite ist der Xerox Star, eine Businessmaschine. Der hat einen schönen Anzug an. Und auf der rechten Seite hat man den Aircon. Also mir hat jemand erzählt, es ist illegal, das Ding zu programmieren, wenn man keinen Hut anhat, wenn man hier dem Marketing glaubt. Das hier ist jetzt das Projekt A. Sie haben die Alternativen angeschaut. Es gibt den 286 und den 86K Prozessor und das war eine relativ frühe Maschine. Und sie hatten alle das gemeinsam, dass sie unglaublich teuer waren und das Günstige war relativ schlecht gewesen. Und die BMC Micro waren deutlich, deutlich teurer. Und das System rundherum war extrem kompliziert. Sie brauchten jede Menge Chips, die rundherum installiert werden mussten. Und das stört das System. Sie haben dann eine Menge andere Firmen besucht, die selbstgebaute Silikonschildkreise hatten. Und haben sich angeguckt, was andere Firmen da machen würden. Und eine Menge Universitätsabsolventen hatten zu dem Zeitpunkt sich angeschaut, was sie machen können. Und es gab einige Nachfolger. Dann haben sie gesehen, dass einige Studenten Apple IIs hatten. Aber Acorn hatte nie selbst gebaute Chips auf dem Level gehabt. Aber irgendwo muss doch das Geheimnis checken, wie wir das machen können. Und es war normalerweise nicht, was man zu dem Zeitpunkt machte, vor allem für Firmen von der Größe von Acorn. Aber es ging gar nicht darum, das Design für das ARM-System, sondern es ging darum, um das gesamte System und den ganzen Hintergrund. Und hier ist auch ARM im Grunde ein Stück weit entstanden. Es war ein kleines Team, ungefähr 12 Leute, die den Chipsatz und den Computer designt haben. Es sollte so einfach sein wie möglich. Und es war alles sehr anders als die anderen Systeme zu dem Zeitpunkt. Die anderen Teams, die CISC-Systeme designten, waren an riesige Teams und sie waren immer noch nicht auf dem Markt. Und sie waren bei Revision C. Sie hatten so wenig Leute und so wenig Geld und sie mussten unglaublich schnell alles zusammensetzen.
Und sie müssten also immer kurze Punkte übernehmen. Sie hätten ein paar Entscheidungen getroffen, basierten einfach auf dem Abwägung zwischen Kosten und Nutzen. Steve hat mir das Bild geschickt. Hier ist aus seinem Büro, man sieht noch ihn so ein bisschen in der Reflexion. Und er hat das Hardware-Design bei Acorn geleitet. Oben links sehen wir den ursprünglichen ARM-Prozessor, 2 und 3. Unten der Videocontroller, in der Mitte der Speichercontroller und rechts der Eingabe-Ausgabe-Controller. Das war wirklich ein Vorgang, wo man sehen könnte, genau, dort ist der Register. Das kann man heutzutage mit Prozessoren kaum noch machen. Ein bisschen was zu den Spezifizierungen, was der Prozessor tun konnte. Up to 4 megs of RAM. 26-Bit Adresses, remember that, that's weird. 26-Bit Adressen. 8 MHz, 1 bis 4 MB Speicher. Keine Cache. Und ich könnte ein bisschen erklären, warum das so gewesen ist. Der A54 war hauptsächlich ein CPU-Upgrade. Der Speichercontroller hat ein MMU, das ungewöhnlich war für eine Maschine in den 80er Jahren. Das heißt, die Hardware konnte virtuellen Speicher Pagefaults unterstützen. Es hatte richtiges Audio, 8 Kanäle in Hardware gemischt, 8-Bit logarithmisch mit entsprechend also mehr Präzision am unteren Ende. Es klang so ungefähr wie 12-Bit Audio. Solch war dasselbe Floppy Controller wie Atari ST, also ziemlich langweilig. Der Festplattencontroller war ein schreckliches Standardgerät, der sehr, sehr grundsätzlich war, verglichen mit den anderen Möglichkeiten auf dem Markt. Die Tastatur und Drucker-Support war völlig normal für die Zeit, nichts Besonderes. Was mir wirklich gefiel am Acorn, waren die Grafikmöglichkeiten. Es war eine wirklich spezielle Maschine für diesen Preis. Hatte nur einen flachen Frame-Buffer, keine Sprites, keine Blitter, keine Bitplanes. Der Vorteil der eingeschränkten Möglichkeiten war, dass es sehr einfach war. 256 Farben, 8 Bytes per Pixel. Ein Teil, wieso es keinen Blitter brauchte, war, dass die CPU wirklich so gut drin war, mit diesem flachen Frame-Buffer umzugehen. Hat diesen 256 Farbmodus, der einfach war. Die High-End-Maschinen konnten hochauflösende Farben darstellen. Das ist in anderen Computern, die im Büro benutzt werden, nicht zu sehen. Das war ziemlich clever gemacht. Für mich das, was der ARC gekostet hat, war es die schnellste Maschine. Der war schneller als die Motorola, der war schneller als die X86er. Bei gleicher Megahertzzahl. Ich zeige euch nachher nochmal die ganzen Geheimnisse. Das war ungefähr Minicomputer-Geschwindigkeit. Es war jetzt nicht der erste RISC in der Welt, aber es war der erste billige, den man auch kaufen und auf den Schreibtisch stellen konnte. Im Vergleich zum MIPS oder Spark war er nicht ganz so schnell. War viel kleiner und billiger. Die hatten großes Silikon, haben viel außen draußen rum gebraucht. Und die anderen Sachen waren viermal der Preis, bevor man überhaupt Disks oder sowas dazugefügt hat. Das heißt also, wenn man einen Cluster bauen wollte, dann hat man viel mehr Durchsatz gekriegt und so weiter. So weit bin ich gekommen, als ich ein Kind war. Ich habe das Ding aufgemacht, aber weiter bin ich nicht gekommen. Jetzt ist er 30 Jahre alt und ich bin jetzt qualifiziert, sowas auseinanderzunehmen und jetzt mache ich das auch. Das ist jetzt sehr
ungewöhnlich, dass Sachen so diskret aufgebaut sind. Hat einige Hauptbereiche um diese vier Chips herum. Der ARM, der MEMC, der BITC und Video und Sound sind auf der oberen rechten Seite. Und in der Mitte ist der Hauptprozessor. Es hat ein Megabyte auf der Platine drauf und man kann vier rein tun. Ich habe 26-Bit-Adressraum besprochen. Wir haben also 64 Megabyte Adressraum und er ist ziemlich gut aufgefüllt. Die unteren 32 Megabyte, da sind der Prozessor hat Benutzer-Mode und User-Space. Und wenn man im User-Mode ist, dann sieht man nur die untere Hälfte und das ist virtuell. Und wenn man im Supervisor-Modus ist, dann sieht man den Rest, sowie auch den physikalischen und die IO-Ports. Worauf man achten muss, ist, dass da hinter dem ROM was versteckt ist. Der Adressraum ist sehr stark aufgefüllt. In dem ROM, das sind Write-Only-Register, das heißt, man kann nur reinschreiben auf die ROM-Adressen und dann trifft man die unten drunter. Wir fangen mit dem ARM1 an. Das ist ein Reduced Instruction Set Computer, ja. Steve Ferber hat die Mikroarchitektur entworfen für diesen Befehlssatz. Und das VLSI-Team, das hat das dann in spezialisierten Zellen umgesetzt und in besonderer Logik. Es hat ungefähr ein Jahr gebraucht, 84. Und dann 85 ist es rausgekommen. Der Entwicklungsprozess von diesen Leuten, Jamie Urquhart und John Biggs, haben mir ein bisschen Hintergründe erzählt. Die haben an der VLSI-Seite gearbeitet. Und die hatten eine Apollo Workstation, eine einzige. Das ist eine 68.000er basierte Waschmaschine, ein großes Ding, das hat 50.000 Pfund gekostet. War sehr teuer und mit dieser Workstation, so der Jamie, der ist morgens um 5 gekommen und hat bis nachmittags gearbeitet und nachmittags ist dann der andere reingekommen. Und das heißt, die haben zusammen diese Maschine benutzt, und zwar rund um die Uhr. Und dann hat es irgendwann geheißen, dass die Software vielleicht nicht lizenziert war. Also der Steve hat einen BBC Basic Simulator geschrieben für diese Mikroarchitektur. Und das hat dann funktioniert wie der BBC Micro und das konnte dann echte Software laufen lassen. Auf dem Ding ist kein Cache, das ist ein ziemlich großer Chip und das ist das ökonomische Limit für diesen Markt. Es gab keinen Cache, das wäre zu kompliziert gewesen. Das war ein ziemlich großes Risiko. Das Ziel mit so einem kleinen Team, die waren alle sehr clever, aber die hatten nicht alle Erfahrung darin, Chips zu bauen. Und die wussten nicht, was sie hier machen. Aber für dieses Team war es das Richtige, keinen Cache reinzutun, weil sie nicht wussten, was da passieren würde. Das ist eine Risk-Maschine, eine Reduced Instruction Set Computer, ja. Also die programmieren sich ein bisschen anders als andere CPUs. Also es ist klassisch drei Operationen, es hat drei Verschiebungen, damit kann man statisches Multiplizieren und so weiter. Load oder Store. Man kann ein Register pro Zyklus ansprechen. Das ist so, das Ding, das kommt zurück und dann wird es hier reingesteckt. Dieser Chip wird in ein BBC. Das hier ist ein BBC Micro.
Und der BBC Micro, der kann Nachrichten aus in die eine Richtung schicken. Und er nutzt den Host, um den Code in das 1 Megabyte RAM reinzuladen. Was ich interessant fand, ist diese BBC Basic Simulation. Eines der frühen Softwarestücke, die da drauf laufen können. Er hat also eine ARM-Version geschrieben und es war sehr, sehr schmal und sehr schnell. Und dann haben sie einen eventbasierten Simulator für Logikdesign geschrieben. Und dann haben sie ASIM geschrieben. Und das war die schnellste Maschine, die sie hatten. Die hatten nicht tausende Maschinen im Cluster. Und das war die schnellste Maschine, die sie hatten. Und das heißt, in den ARM 2 haben sie auf dem ARM 1 simuliert. Und dann ist der ARM 2 gekommen. Das ist im Grunde eine Verkleinerung des Designs, basiert aber auf dem gleichen System mit einem Multiplikator. Das ist also ein Multiplikator für 16 Zyklen, also für 2 Zyklen pro Zyklus. Weiterhin keine Cache, aber abgesetzte Register. Also man kann einen Interrupt-Modus starten und manche der Prozessor-Modi erlauben einem, mehrere Register zuzugreifen, was sehr praktisch ist. Die waren alle getestet auf 8 MHz und wir haben alle gesagt, alles klar, wir haben es mit 8 MHz getestet und es gibt 2 Versionen dieses Chips und sind vermutlich die gleichen Silikonpressungen. Und einer meiner großen Projekte ist, den mal zu übertakten und mal zu gucken, was passiert auf 12 MHz. Alles klar. Also die Aufteilung der Register. Wir haben einen 26-Bit. Er ist BARC genannt auf Englisch. FIQ heißt FIQ auf Englisch. Ich weiß, auf Deutsch heißt es ein bisschen was anderes. Und deswegen nenne ich jetzt mal FIQ. Und dieser FAQ-Modus hat die Eigenschaft, dass, wenn man in diesen Modus geht, die Register verschieden zugriffen werden. Und das hilft einem dabei, dass man die Register nicht in ein Backup schreiben muss. Und zweitens, wenn man auf einen FAQ-Händler schreibt, nur mit diesen Registern, und da sind genug für die simplesten Aufgaben, das heißt, man muss sich nicht überlegen, wie man auf die anderen zugreifen kann. Und das ist dazu gemacht, um einen sehr, sehr einfachen Low-Hat-Modus zuzugreifen. Deswegen überlege ich mir, warum es einen 32-Bit-Adressraum gibt. Anders als die heutigen ARMs. Der Register 15 enthält auch Status, CPU-Modus und Interruptsmask, also im Grunde eigentlich alle Systemzustände. Warum 64-Bit-Adressraum? Na, du fragst eigentlich die falschen Fragen. Was wir wissen wollten, war, dass wir alle Maschinenzustände in einem Register hatten. Dann haben wir einen freigelassen. Aber wenn wir schon in dem Modus sind, wo wir den Interrupt-Händler verändern, das heißt, wir halten da gar nichts fest an unserem PC. Das heißt, wir haben 50% gespart bei unserem Mechanismus. Wenn man dann alle die Eigenschaften weglässt, dann ist man bei einem 26-Bit-Zugriffsraum und das ist dann okay. 64 sind genug. Es gab Maschinen zu dem Zeitpunkt, die schon mehr haben konnten, aber das waren dann sehr, sehr teure Rechner. Außerdem, man musste nicht einen neuen Instruction Set erfinden, um das zu nutzen. Man kann einfach die vorhandenen benutzen. In dem Fall ist es einfach eine Substraktion am Register 14. Und das sieht zwar seltsam aus, aber glaubt mir, das funktioniert gut. Also der Speichercontroller. Ich habe schon mal über die Adressübersetzung geredet. Also hier an der linken Seite. Ich hatte mal Angst, dass das zu klein war auf den Slides, dass man das sehen kann, aber dass es jetzt so groß ist wie ein Haus, ist ja ganz praktisch. Auf der linken Seite, das ist tatsächlich ähnlich wie bei ARM 2.
Aber hier sieht man, was ist der Memory Controller auf einem anderen Chip ist. Das ist so groß, wie man es machen könnte, damit es zu einem Preis passte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Silikon gesehen hat, aber es ist kein linearer Effekt, wenn man die Größe des Chips skaliert. Also dies ist fast die Hälfte dieses Speichers, Chips ist der Speicher. Und es fetcht den DRAM und es konvertiert die Reihe- und Spaltenadressierung des Speichers. Also das Wichtigste hierbei bei diesem ARM MC-Binding ist, dass es die Speicherbandbreite effizient genutzt wird. Also das Team sich beim Projekt A mal angeschaut hat, was man alles machen kann, haben sich angeschaut, wie gut der DRAM genutzt wird auf den NetSemi-Chips. Die haben damals sehr schlecht mit der DRAM-Bandbreite gearbeitet und haben sie gesagt, DRAM ist die teuerste Komponente dieses Systems und sie wird schlecht genutzt. Da müssen wir doch Möglichkeiten finden, eine höhere Performance zu finden. Deswegen ist er 32-Bit breit. Das ist ein Pipeline, also das heißt, er kann eine Uhrzyklus, eine ganze Instruktion durchführen. Und dann gibt es eine Instruktion, die einen N-Cycle oder einen S-Cycle startet. Wenn man also eine zufällige Adresse auf dem DRAM startet, dann wird auf eine Zukunft zugegriffen. Also sobald man auf diese Adresse zugegriffen hat und dann linear hinter dieser Adresse zugrifft, dann kann man einen Schnellzugriff starten. Das sind 8 Megabit pro Zeckel. Und das ist für die Non-Risk-Sections, sodass man Register einfach streamen kann. Wenn man zum Beispiel hier eine Store Multiple machen, dann kann man hier eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen. Nicht doppelt so schnell, aber es ist trotzdem deutlich schneller, als das man mit einem alten Prozessor machen könnte. Das war sehr, sehr gut. Das war der zentrale Grund, warum dieses System so schnell war, ist, dass man Multiple, also mehrere Instruktionen gleichzeitig schreiben kann. Also die MMU ist wirklich komisch. Es ist keine TLB im Sinn, heutzutage, wenn man einen MIPS-Chip nimmt oder wo der MIPS-Chip für die Software sichtbar ist, dann mappt die virtuelle zu ausgesuchten Adressen und man kann mehr oder weniger irgendeinen Eintrag aussuchen und auswählen. Und das MEMC macht es genau andersrum. Es hat also festgelegte Einträge für jeden Eintrag im DRAM und es schaut sich dann an, ob die Instruktionen auf der einen Seite stimmen. Also das gesamte Diagramm, was wir vorher gesehen haben, alle von diesen speichern einfach nur eine virtuelle Adresse und vergleichen sie im Vorhang und dann am Anfang sagt eine, ah, ich bin's. Und das im Grunde eine physische Seite sagt, das ist tatsächlich die virtuelle Adresse, zu der ich zugewiesen bin, nicht andersrum. Das heißt, ich muss einen Eintrag für physischen Memory, einen Chip haben. Das heißt, für 32 Kilobit brauche ich für sehr, sehr große Seiten eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und das ist beinahe schon die halbe Seite des Chips. Das ist eine Begrenzung, warum ich nur 4 Megabyte eines Memory Controller Chips haben kann. Okay, so VIDSI is the core of the video and sound system. VIDSI ist der Kern des Video- und Soundsystems. Das sind einige FIFOs und einige RGB-Konverter. Das ist also der Paletten-Lookup und es gibt auch einen 8B-Modus. Und es gibt auch in der Palette einen Bit für Transparenz. Das heißt, ich kann hiermit sehr gut Video-Genlocking machen. Es gab eine spätere Version, VIT-CNSA 1986. Die ursprüngliche Version hatte ein gewisses Crosstalk zwischen dem Sound- und dem Videokomponenten und die interagierten miteinander. Und wie sie das gemacht haben, war ganz lustig. Sie haben damals die Stromversorgung gemacht und sie haben ein bisschen den Sound-Output gemacht, indem sie
ein Feedback des Soundsignals in ein Videosystem gemacht haben, umgedreht, so ähnlich wie bei Noise Cancelling Headphones. Das war eine ziemlich lustige Idee und damit haben sie es hinbekommen, das dann rauszubalancieren. Und die letzte, ich zeige dann am Ende wirklich keinen Chipplots mehr, versprochen. Nur ein bisschen seht, wie das aussieht. Und toll, dass es so groß ist und auch für diejenigen, die online anzoomen. Es gibt da ein Illuminati-Logo unten, links unten. Ich hatte Angst, dass ihr das nicht sehen könnt. Das ist der Center des EIO-Systems und das ist für so Dinge wie Zeitverschiebung. Manche der peripheren Geräte sind langsamer als andere. Das ist ein New Art für die Tastatur. Das ist mit dem Microcontroller. Schickt einfach ein paar Sachen zu diesem Chip. Also für Tastatur und für den asynchronen Transmitter. Nicht jemand hat mein Humor. Und es stoppt die Interrupts, die in den Kanal gehen. Und der Arm kann dann den Status überprüfen. Dieses Illuminatenzeichen, das Auge, das allsehende Auge, das ist für künftige Archäologen, um Dinge zu sehen. Und die haben gehofft, dass es da eine große Story gibt. Vielleicht ist da, ich habe gehofft, dass es da eine Story ist, aber ich habe jetzt keine gefunden. Das ist ein A500. Der hat immer noch einen zweiten Prozessor für den BBC Micro. Der hat immer noch Disk Drives, die da Sachen in den Speicher reinpushen. So, das fängt jetzt langsam an, auszusehen wie ein Archimedes. Bisschen Expansionsport und so. Und jetzt haben wir frühe Software. Und das hier ist jetzt der erste Archimedes, der richtige. Toller grauer Block. Sieht aus wie Beton. Der hat die Erweiterungsslots, der hat die IO-Interfaces. Und das gleiche Betriebssystem. Es sind nur 200 von denen gemacht worden. Das hier ist die 222, das ist einer der letzten. Und nur innerhalb von Acorn. Da gibt's das Hardware-Team hat das entworfen. Und sein A500 war der besondere. Der hat einen von den Videochips gesucht und das war sehr gut und er hat einen gefunden, der mit nicht 26, sondern mit 56 gelaufen ist und er war total drüber über den anderen und das heißt, er hatte eine total tolle Maschine und manche von den Dingern sind auch mit 12 MHz gelaufen und da konnte man einen teuren Speicher reintun. Das hier, müsst ihr mir glauben, ist das vereinfachte Diagramm. Und das gibt es auch online und online gibt es auch das komplizierte. Man sieht den Arm, den MemC, den VideoC und das RAM. Der Memory Controller, der hat die Uhren. Der muss ein paar langsame Sachen ab und zu mal machen. Mit den DRAM-Refresh-Zyklen. Und dann pausiert er die CPU ab und zu. Wenn man DRAM zugreift, dann gehen die Sachen in den MemC, die Adressen rein. Der macht die Adressübersetzung und schickt es dann zum RAM. Und das DRAM, das schickt die Daten auf den Datenbus. Und dieser MemC ist der kritische Pfad. Der ist nicht auf dem Datenbus. Das muss man beachten. Das wird wichtig nachher. ROM ist noch eine langsame Sache. Und das macht die CPU-Zugriffe langsam. So, und hier passiert die Adressübersetzung.
zwischen dem Arm und dem MC. Wenn der Arm den Zugriff macht, wenn man das nicht findet, dann gibt es einen Page Fault und dann gibt es eine Exception. Und dann wird es in Software behandelt. Der Datenbus ist ein kritischer Pfad. Also dieser ganze IO-Kram ist gepuffert. Es gab damals wenig 32-Bit-Peripheriegeräte. Der IOC dekodiert das Zeug. Und da kann man dann Erweiterungsports zugreifen. Ich habe den Interrupt-Status erwähnt. Es gibt einen V-Sync-Interrupt. Und wir mussten einen Timer verwenden. Wenn man Paletten ändern will oder irgendwelche Sachen, das geht mit den Timern. Das, was ich wirklich mag, ich habe erzählt, dass der MEMC nicht auf dem Datenbus ist. Der Videocontroller ist nur auf dem Datenbus. Wie machen die denn dieses RAM-Lesen für den Videocontroller? Der MEMC enthält diese ganzen Register für das DMA. Die Register wohnen dort. Jetzt gibt es einen Handshake zwischen dem WIDC und dem MEMC. Der MEMC, der generiert die Adressen und das DRAM schickt die Daten. Und der MEMC sagt dann, okay, ist passiert und sagt das dem WIDC. Der Video-DMA-Kram wohnt alles im MEMC. Ich habe jetzt hier einen Interrupt gezeigt. Sound geht genauso. Und wenn eine Hälfte leer wird, dann gibt es einen Interrupt. Das funktioniert alles sehr flüssig. Jetzt kommt High-Res Mono. Mit einem externen Schieberegister, was sehr schnell läuft. Der Videocontroller läuft mit 24 MHz. Der gibt auf einen digitalen Bus. Und zwar 4 Bits. 4 Pixels in einem Dings. Und die externe Komponente, die geht da in der vierfachen Geschwindigkeit durch. Und das ist ein sehr billiger Weg für einen hochauflösenden Modus. Wenn hier jemand den A500 hat, könnte ich mir vorstellen, der kann 1280x1024 machen. Aber die haben es auf dem Board nicht unterstützt. So, dann die Uhr, die ich da in den WIDC reinstecken kann, ist bei einigen Maschinen sehr flexibel. So, der MEMC ist nicht auf dem Datenbus. Wie funktioniert das mit dieser Adressübersetzung? Aber er hat einen 8 Megabyte Bereich, der reserviert ist. Der hat jetzt nicht 2 Millionen 32-Bit Register. Also ich schreibe irgendeinen Wert in diesen Bereich und ich kodiere die Information, die ich will, hier rein. So, das ist in den oberen 8 Megabyte von diesem 64 Megabyte Adressraum. Und dann ein beliebiger Schreibbefehl. Macht das. Aber es gibt keinen anderen Raum in der im Adressraum. Also 32 extra Pins, um in den MEMC reinzugehen mit dem Adressbus, Datenbus,
Und extra ein Datenbus, das wäre zu viel. Ich hab einen 64-Pin-Chip gegen einen kleineren. Und sie wollten das kleinste Paket, was sie machen können. Und das hat zu diesen Tricks geführt. Auf dem A540 haben wir mehrere MEMCs. Jedes davon hat einen dieser bunten Streifen des physischen RAMs. Jedes davon hat 4 Megabyte RAM. Wenn man dann aber auf den virtuellen Speicher zugreift, dann verarbeiten alle 4 diese Adresse parallel und wir hoffen, dass eines davon die Übersetzung finden wird. Wenn man dann ARM3 einbaut, der ARM3 Hardcache, und die Adresse zeigt dann in den MC. Das heißt dann, die Adresse wird außerhalb, also nach dem Cache, übersetzt. Das heißt, man cached virtuelle Adressen, was nicht gut ist für die Performance, weil jedes Mal, wenn man einen virtuellen Adressraum ändert, muss man den Cache ungültig machen. In dieser Maschine bedeutet das, dass man den ganzen Cache ungültig machen muss. Das ist zwar eine schnelle Operation, aber trotzdem nicht unbedingt förderlich für die Performance. Der einzige direkte Speicherzugriff in dieser Maschine ist für Video und Sound. Sonst I.O. hatte das nicht. Viele Leute wundern sich, wieso hat es das nicht? Das wäre viel besser. Und DMA ist eine Lösung für viele Probleme. Die Geschichte hier ist wahrscheinlich, dass das zusammenpasst mit dem Acorn-Team, das relativ viele komplexe Support-Chips gebaut hat. Einige Chipset-Verkäufer haben mehr für DMA verlangt als für den Prozessor selber. Das heißt, DMA für I.O. nicht zu haben, war massiv günstiger. Und in ein, zwei Folien kommen wir dahin, aufzuzeigen, dass die Systempartition darauf optimiert wurde, möglichst wenige Pins pro Package zu haben. Und die ganzen I.O.-Chips, die kein DMA benötigten, sparte natürlich massiv Pins. Der andere Grund war, die FIQ-Modus war gestaltet, um ein sehr, sehr schneller Weg zu sein, um die CPU I.O. machen zu lassen. Wir haben also gesagt, der Prozessor macht den ganzen I.O.-Prozess. Was das Team dann gedacht hat, ist, lassen wir das so schnell wie möglich passieren. Wir hatten in der CPU auch keinen Cache. Das heißt, DMA würde die CPU sowieso verlangsamen. Also auf DMA zu verzichten, ist sowieso kein Performance-Verlust. Also können wir das direkt an die CPU delegieren. Ich denke, das kann man zusammenfassen als Risk-Prinzipien ins System zu bringen. Das Prinzip, tu etwas nicht in Hardware, wenn es in Software gemacht werden muss. Also wir müssen kein DMA in Hardware haben für I.O., sondern wir tun das in Software. Das ist, würde ich sagen, der schöne Weg, das zu sagen, und der Weg zu demonstrieren, dass das hier auf Kosten optimiert wurde, was nicht schlecht ist. Das ist eine I.O.-Karte. Das ist meine SCSI-Karte. Es hat eine ROM auf der linken Seite. Das war ein Erweiterungs-ROM viele, viele Jahre, bevor PCI das populär machte. Die Treiber waren auf diesem ROM. Man hat also eine Diskette hier reingesteckt und konnte auf der Diskette booten. Es war ein sehr schönes Benutzererlebnis, also keine Probleme, um Interrupts zu konfigurieren, wie man das auf Windows musste, sondern funktionierte alles reibungslos. Die Hardware zusammenzufassen. ARM ist Pipeline, was bedeutet, dass wir eine sehr hohe Bandbreite ausnutzen können und hohe Performance haben. Die Maschine war wirklich einfach. Viel Aufmerksamkeit zum Detail. Die Chips wurden sauber aufgeteilt und möglichst günstig gehalten. Das war eine wirklich gute Idee. Die Maschine wurde gestaltet, als Speicher und CPU so ungefähr gleich schnell waren. Und
vor den Tagen, in denen ein Cache nötig wurde, weil, weil der Cache auf dem Chip so viel schneller wurde als der Speicher. Das war hier auch eine extreme Kostenersparnis und auch eine Risikoaversion des Teams, weil der zusätzliche Cache extrem teuer gewesen wäre und ein extremes Risiko für das Designteam gewesen wäre, die noch nie mit solchen Strukturen gearbeitet hatten. Also ich denke, das war das Richtige, die richtige Wahl. Es gab kein DMA und ich denke, ich wurde hier konvertiert. Ich denke mittlerweile, das war eine wirklich gute Balance. Die Entscheidung war, dass Software I/O machen kann und wir dafür nicht DMA brauchen. Wir haben über System Partitioning gesprochen. Das Memory Mapping war immer noch sehr komisch. Ich denke immer noch, wahrscheinlich ein TLB wäre sinnvoller gewesen, aber ich denke hier ein Haupttreiber war nicht nur die Größe des Chips, sondern auch die Einfachheit, wie es implementiert werden konnte. Also es hat funktioniert und ich glaube, das war ein Unternehmen, das nicht viele Gelegenheiten hatten, sowas zu machen. Und es hat geklappt. Also ich denke, die haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Die Geschichte mit dem Betriebssystem ist ein bisschen komplizierter. Also es war im Grunde gedacht, um Büroaufgaben zu automatisieren. Also ähnlich wie der Xerox 2, ja. Ähnlich wie der Xerox Park hatten sie angefangen in Palo Alto mit einem Research Center, mit einem Microkernel, mit den ganzen Trendboxen abgehakt. Ja, es klingt nach einem ziemlich starken Betriebssystem mit virtuellem Speicher. Es war nie sehr, sehr schnell und ganz am Ende war die Hardware deutlich schneller als die Software. Und nach 1 bis 2 Jahren hatten dann das Management ein bisschen Sorge bekommen und dann waren sie nicht mehr sicher und haben das Projekt beendet. Das ist wirklich schade. Es ist eigentlich nichts außerhalb von Acorn dokumentiert und eben die Leute, mit denen ich gesprochen habe, wissen nichts mehr wirklich von dem System. Wenn jemand irgendwo ein Archiv mit dieser Software hat, sagt mir bitte Bescheid. Das Computermuseum bei mir um die Ecke würde das wirklich gerne haben und das wäre toll, wenn wir da was mehr von wüssten. Also mussten wir damals einen anderen Plan wählen und haben sich dann für ein System namens ARSA entschieden. Und das war relativ erfolgreich, in einem halben Jahr etwas zu haben. Und dann RISC-OSS ist dann ein Jahr später daraus aus ARSA entstanden. Und es wurde dann vollständig durch RISC-OSS ersetzt. Ein wirklich großer, starker Punkt war, dass ein Moment war, wo das ROM sehr stark angestiegen ist, später in die 80s. Ich weiß, es ist 2019, aber BASIC war ziemlich gut, es hat Prozeduren und es hat Unterstützung für Grafik und Sound und man konnte grafische Anwendungen schreiben. Und es war gut dafür optimiert und man konnte hatte einen tollen Basic Interpreter in RISC-OSS. Das waren die Erweiterungs-ROMs mit einem tollen Nutzergefühl. Das hier ist ARSA. Ich habe es nie benutzt. Ich habe nur mal einen ROM rausgeholt und damit ein bisschen rumgespielt. Es ist wirklich schrecklich. Und ich habe dann schnell aufgehört. Zu diesem Zeitpunkt, damals mit dem Notfallplan B, war, dass sie dieses Acorn Software Team hatte, die eigentlich Anwendungen schreiben sollten dafür. Und dann schnell mal eben ein OS erstellen wollten. Und das war eine Dinge, die man dort machen konnte. Es hatte eine tolle Demo namens Lambda Lander. Und das war ein 3D-Raumschiff, das man landen konnte. Es hatte keine Business-Software und man hatte keine ernsthaften Anwendungen. Man konnte nicht wirklich viel mit diesem ziemlich teuren Computer machen und das hat ihnen wirklich dann Schaden hervorgerufen. Das ist jetzt hier RISC-OSS. Hier sieht es mehr schon nach einem GUI, einem grafischen Überfläche aus. Und das ist dann RISC-OSS 3. Das, man konnte Drag and Drop zwischen denen machen, man hatte Multitasking.
Und dann am Ende möchte ich nochmal über ein sehr spannendes Ding, über Linux reden. Und ich bin nicht nur ein CPU-Geek, auch ein Unix-Geek. Und das hat mich immer sehr interessiert. Diese Systeme, die Linux konnten, waren sehr, sehr teuer. Und dann gab es welche mit einem anderen Sticker. Und dieses System wurde entwickelt nach... Dann war das System fertig, als es entwickelt war. Die Hardware irgendwie nicht gut für ein Unix-System. 32 MB hat uns wirklich Schaden gemacht, nur bei der Page-Size. 32 KB war viel zu wenig. Aber es gab dann eine neue Dekomprimierungsmethode für ausführbare Dateien. Die ja auf die Disk geschrieben worden sind. Und es war die einzige Methode, das offen auf kleinere Systeme zu kriegen. Außerdem haben sie einen Cybertruck Design, könnte man sehen, einem Design hier. Das war tatsächlich, was das Design Department, was du gemacht hast, ist fast wie ein Stück Käse oder ein Kuchen. Das ist tatsächlich ein nicht auf den Markt gekommener Prototyp. Man sieht zwei Memory Chips. Es ist nur designed, um dieses RISC-X, das Unix-System, und man hat nur einen Mono Video Output. Im Grunde als ein Desktop Publishing Workstation. Ich war immer von diesem RISC-X fasziniert. Ich habe ein bisschen drumherum gehackt. Ich habe es mal hinbekommen, dass es gebootet hat. Ich habe es vorher niemals gesehen und ich habe nie vorher eine RISC-X-Maschine benutzt. Ja, man sieht, man kann es starten, da sind mehrere Nutzer. Man hat tatsächlich einen sehr schnellen Boot-Mechanismus und hat tatsächlich ein gutes... Und es ist eine schöne Unix-Workstation. Es ist ein relativ cooles System. Der Tüter, der das... Und er sagte... Das ist ziemlich cool, dass ich es geschafft habe, das Ding tatsächlich zu starten. Und am Ende möchte ich noch ein paar Dinge sagen über nützliche Dinge, die man machen kann. Es gibt Basic hier und einen Assembler mit einer sehr ungewöhnlichen Syntax. Und es ist echt cool, da kann man echt eine Menge mit machen. Und es ist ein bisschen mehr als Basic-Programmierung. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen, nur mit nur ein paar kleinen Syntaxfehlern. Ja, also man muss es aus der Retro-Perspektive betrachten. Sie haben nicht ziemlich viele verkauft. Das hat keinen großen Impact gemacht. Ja, ARM war relativ wichtig, aber da müssen wir nicht drüber weiterreden. Was da Veränderungen gibt. Das, was ich wirklich davon mitgenommen habe, hiermit zu arbeiten, eine kleine Zahl an Leuten hat es geschafft, viele Chips zu designen, ein eigenes OS vom Nullsum, und es lief ganz gut. Also man kann echt darüber denken, man will. Verdammt nochmal, es gibt riesige Firmen wie Motorola oder IBM, die kriegen das hin, aber auch so eine kleine Firma kann das auch. Und ich glaube, das hat irgendwann dazu geführt, dass man in den 90s dann hatten Leute gehabt, die Systems on Chips designen konnten. Und das war wirklich ein großer Punkt, der dazu geführt hat, dass Menschen diese Richtung denken konnten. Und natürlich möchte ich mich bedanken bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, vor allem diese Leute, die hier in Cambridge arbeiten. Und damit ist es jetzt Zeit für die Fragen. Habe ich Zeit für Fragen? Wir haben ungefähr 5 Minuten für Fragen. Und ihr könnt natürlich alle später nach vorne kommen und mir auch direkt Fragen stellen, wenn ihr wollt. Dankeschön. Erste Frage vom Internet. Bitte zu den Mikrofonen, um die Fragen zu stellen. Du hast erwähnt, dass das System gut den Speicher benutzt.
wie kann es denn sein, dass es nicht vom Speicher gebremst wird, wenn es keinen Cache hat, wenn es die gleiche Zyklus-Time hat? Gute Frage. Naja, wie kann es nicht alle im Speicher festgehalten werden? Wenn man etwas nicht sequenzielles macht, dann muss man einen der langsamen Zyklen nehmen, der Endzyklus. Der Ansatz ist eigentlich, wenn man die Zeit, wo man sequenzielle Dinge maximieren möchte, also wenn man zum Beispiel eine Schleife ausrollen möchte, dann möchte man so viel mit dem Storm Multiples machen, wie es möglich nur ging. Und es war viel, viel effizienter, um sozusagen die am Anfang der Instruktionen das zu beginnen und dann den Rest sequenziell zu machen. Sie haben eigentlich recht, das hat dann manchmal aufgehalten, aber trotzdem war es eine gute Kosten-Nutzen-Abwägung hierfür. Nächste Frage vom Internet. Wo kann ich so einen Archon bekommen? Gibt es... Wo kann ich sowas herbekommen, wenn ich solche Hardware benutzen möchte? Ja, gute Frage. Also ich glaube, das wird die Preise bei eBay sehr stark erhöhen. Das mag vielleicht lustig, mit Emulatoren herumzuspielen, aber ich finde es an echten Systemen gut. Es gibt aber sehr gute Emulatoren und die auch sehr vollständig sind. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich auf irgendwelchen Internetauktionsseiten herumschauen. Sie sind nicht so wirklich selten. Also naja, man hat schon ein paar verkauft. Es sind einige 10.000 verkauft worden. Also ich würde wahrscheinlich mal in England gucken, weil da sind es wahrscheinlich ein paar mehr. Wenn es einen gibt, dann spiel damit herum. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe die Dokumentation für LDM-STM gelesen letzte Woche. Und da habe ich jetzt die Frage zu deinem Vortrag. Was ist denn von dem Archimedes in den modernen Armen Befehlsatz reingelaufen? 26-Bit, die Adressierung haben sie abgeschossen und die seltsame Nutzung von den XOR, die haben sie alle rausgeschmissen, als der ARM 6 rauskam. Das war der ARM V3. Also es hat ein paar der Adressierungseigenschaften, aber sie haben sehr, sehr viel rausgeschmissen. Also wenn ich drüber nachdenke, außer den 32-Bit Instruktionssatz und dem Verschieberegister, dass man zum Beispiel einen weiteren dort zufügen kann zu dem Verschieberegister. Das ist eine tolle Eigenschaft. Den Instruktionssatz, den kann man sagen, den haben sie übernommen, aber sonst eben nicht so viel. Any further questions? Internet, any new questions? Nope. Okay. Then in that case, one round of applause. Thank you. Matt Owens. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch von uns aus dem Übersetzungsteam.